Ja, ich spiele hier gerade ein bisschen mit dem OBS rum, mit dem Open Broadcaster Software. Das ist ja wirklich ein tolles Programm. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie ich eine zweite Webcam hier einbringen kann. Und das ist ja ganz einfach. Da gehe ich einfach auf Plus und füge noch ein Videoaufnahmegerät hinzu. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das ist jetzt die Notebook Webcam, die habe ich auch beschriftet, da habe ich mir dann so ein Textelement hinzugefügt und habe das dann halt dahin geschoben. Und ich kann es auch ein bisschen anders schieben. Aber ich klebe es einfach mal da so in die Ecke. Und ja, das habe ich auch, das gleiche habe ich auf der rechten Seite gemacht, damit man weiß, was was ist. Und ja, ihr seht schon, da ist ja ein ganz schöner Unterschied zwischen der Notebook-Webcam und der von Logitech. Die gibt es ja übrigens so um die 60 Euro. Ich habe den entsprechenden Produktlink auch in die Videobeschreibung gemacht. Dann könnt ihr euch zumindest, ihr müsst das da ja nicht drüber kaufen, aber ihr könnt euch dann zumindest mal informieren, weil es ist ein Amazon-Link und dann gibt es ja Rezensionen und dann könntet ihr sogar auch Fragen stellen, falls ihr welche habt, oder könnt auch natürlich mich fragen, wenn ihr wollt. So, jedenfalls ist dieser Link in der Videobeschreibung und ja, ich wollte euch mal zeigen, was für Unterschiede zwischen den Kameras bestehen, und zwar wenn ich alleine schon die Eigenschaften angucke. Die Eigenschaften. Videokonferenz, das ist jetzt die Notebook-Webcam. So, jetzt habe ich hier ich muss mal schauen, dass ich da nichts aus Versehen verdecke, was ich eigentlich zeigen will. So, jedenfalls hier, das sind die Eigenschaften der Notebook Webcam. Da haben wir hier so das übliche, Helligkeit, Kontrast und so weiter. Das kann ich hier einstellen, aber auf der zweiten Seite ist tote Hose. Hier ist nichts mehr einzustellen, außer Kompensierung bei wenig Licht. Und wenn ich das gleiche bei der Logitech Webcam mache, so, ich schiebe das jetzt mal nach da, Video konfigurieren. So, da habe ich hier das erste Fenster, da kann ich auch alles Mögliche einstellen, aber dann auf der zweiten Seite, da habe ich noch mehr Möglichkeiten, ganz viele sogar, Und ja, das fehlt alles bei der Notebook-Webcam. Trotzdem kann man die aber auch gebrauchen, habe ich mir gerade überlegt. Ja, aber ich zeige euch erstmal, indem ich die Fenster größer ziehe, damit ihr das mal seht, hier, als ob da so winzig kleine Würmchen so rumflimmern hier, da flimmert es so. Das liegt daran, dass die Kamera wohl nicht so lichtempfindlich ist. Kommt zu diesem Geflimmere da. So, und dann die andere Kamera. Die Logitech. Da flimmert nichts. Das ist ein gestochen scharfes Bild. Das ist richtig gut. Ich mache die mal eins nach. So, dann ist die jetzt im Vordergrund, Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Meine Güte. Habe ich da wieder Schuppen oder was? So, jedenfalls, ja, aber trotzdem kann man die Notebook Webcam zusammen mit der Logitech gebrauchen, weil ich kann die ja abnehmen. Guck mal, ich kann die ja in die Hand nehmen. Und gleichzeitig ist aber die andere auch zu sehen, ne? Das ist doch total cool. Ich mache aber mal das Fenster größer. Ich setze die mal wieder eine Ebene zurück, damit ihr seht, was ich meine. Und zwar möchte ich gerne das Notebook Webcam. Ich mache die mal kleiner. So könnte man das doch machen, ne? Da sieht man dann den Typen, der da erzählt, und gleichzeitig kann man irgendwas mit der anderen Webcam zeigen. Und da sieht man jetzt auch immer, wie schön der Autofokus funktioniert, wenn das Licht stimmt und wenn der Kontrast des Objektes genügend hoch ist, ne? Das sind die beiden wichtigen Faktoren. Ja, da kann man dann irgendwas zeigen und gleichzeitig sieht man oben da den Typen reden. Das ist doch cool. So, jetzt will ich aber mal gucken. Kurz mal schauen. Also gut, wenn ich dieses Ding jetzt in die Kamera halte. So, jetzt hat das scharf gestellt. Ja, es geht besser, komischerweise, wenn man die Kamera in die Hand nimmt. So, wenn ich das jetzt aber mit der anderen mache, ich mache die mal größer. So, das ist jetzt die Notebook Webcam. Da habe ich natürlich einen fixen Fokus, nicht? Also der hat zwar einen sehr großen Schärfebereich. Also ich kann das auch nutzen, aber der stellt natürlich nicht mehr scharf, ne? Der hat einen festen Bereich von da bis da, von unendlich bis irgendwas. Und der wird dann, also der kann also so ganz nahe Objekte dann nicht mehr scharf stellen, nicht? Aber na gut, man kann ja was erkennen, ne? Naja, aber als zweite Kamera, finde ich, ist die doch gut zu gebrauchen, die Notebook-Kamera, ne? Und dann halt die Logitech als Hauptkamera. Das finde ich doch irgendwie, das macht doch irgendwie Sinn, oder? Finde ich ganz cool eigentlich. Ja. Naja, das wollte ich euch nochmal zeigen, vor allen Dingen, dass man halt zwei Webcams dann einsetzen kann, wenn man zwei hat. Ja, in diesem Sinne, dann also wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, schöne Ostern und hoffentlich geht dieses ganze Gedöns, solange es geht mir auf die Nerven langsam, hoffentlich geht das bald vorbei, damit man mal wieder normal leben kann, ne? Jo. Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut, macht das Beste draus und bis dann.